Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Willkommen zurück auf Fars LP. Und wir gehen jetzt zu Gunnar, dem Schmied. Der sich laut Quest Message freut, uns wiederzusehen. Gunnar, altes Haus. Soll ich deine Klingen schärfen? Yep. Wolfsmal. Willkommen zurück. Gunnar. Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. So. Ausrüstung verbessern. Wenn du Barren in der Schmiede der Wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstungen und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. So, wir können die Axt aufwerten, bekommen einen neuen Runenplatz, neues Aussehen. Dann machen wir das nochmal. Oh cool. Das sieht ziemlich cool aus. Drei Barren, dann würden wir einen neuen Runenplatz bekommen. Aber die haben wir natürlich nicht. Kein Barren, sondern hier Kupfernickelbarren, Kohlebarren, Tungstenbarren. Das ist eine Wolfranglegierung, Tungsten. So. Vielen Dank fürs Verbessern. Noch etwas? Aha. Oh, wir können hier irgendwas verbessern. Was bringt uns das Ganze hier? Ein Runenplatz. An den Werten verbessert es aber nichts. Das machen wahrscheinlich die Runen. Die führen dann zu Werteverbesserungen. Die sind jetzt alles fein und könnten dann zu überlegen werden. Ich mach mal die Rüstung 1 hoch mit dem Barren, den wir gefunden haben. Schick. So. Ja, den Rest können wir erstmal nicht verbessern. Wir fragen ihn mal noch, wie es ihm geht. Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. 5 Wochen, naja gut. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyrie wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Ja, gerne. Kleine Rune des Zorns. Dann schauen wir doch gleich mal hier. Neuer Codex-Eintrag, Tutorials. Ja, das ist ja alles nicht so wichtig. So, hier. Urlock, wie auch immer. Inventar. Runen. Für Rüstung haben wir keine Runen. Im Moment. Aber für Waffen. Hier haben wir eine Rune, plus 2,4 Angriff. Zack, rein damit. Die kann man auch einfach wieder rausnehmen, das finde ich sehr cool. Und dann haben wir hier noch unsere Tasche. Mit Handelsgütern und Ressourcen. Verbrauchsmaterialien für Pfeile, Herstellungsmaterialien und Ressourcen. Sehr cool. Also das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Das Inventarsystem, man kann einfach hier drehen.
Dazu den Skillbaum. Auch super cool. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Wir können jetzt entweder mit Randvi sprechen. Oder mit Valka. Ich hätte gesagt, auch wenn Randvi hier ist, wir gehen erst zu Valka. Die wohnt ein bisschen außerhalb. Wir sammeln unterwegs mal ein paar Beeren. So. Da müssen wir ein bisschen klettern. Die Seherin wohnt außerhalb vom Dorf. Mal schauen, was die uns so für einen Ratschlag geben kann. Das ist natürlich ein bisschen arg von Hass zerfressen. Weil unsere Eltern getötet worden sind, Ivors Eltern. Wir wurden dann vom König adoptiert. Der ist jetzt vermutlich auch nicht so happy, weil wir einfach alleine hier unseren Schlachtzug gestartet haben, der dann auch nicht mal funktioniert hat. Ivor wurde fast in die Sklaverei verkauft. Ja gut, ne? Was soll man dazu jetzt sagen? Läuft nicht so ganz so gut. Guck mal, wie weit geht's denn hier hoch? Was ist denn für ein Riesengebirge hier? Ich schau mal kurz hier auf der Karte. Aber wenn wir eh dahin müssen, dann können wir ja noch die kleinen Schlenker machen über den Aussichtsturm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aussichtspunkte synchronisieren, schön die Karte aufdecken, das hilft im späteren Spielverlauf auf jeden Fall sehr. Wie mir scheint, müssen wir viel klettern. Hoppala. Okay, und wenn Ivor sich nicht halten kann, dann geht es auch schon mal ein Stück weiter runter. Ich gehe mal kurz hier runter. So, dann kann ich mal hier weitergehen. Dann schön hier über den Weg gehen. Und dann können wir auch mal unser Pferd austesten. Wir können uns auf dem Pferd ducken. Wir können aufsitzen. Und dann abspringen. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir ausgesprochen gut. So. Da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gut weiter. Mit Pferd. Deswegen steige ich hier mal ab. Können wir hier, oder wären wir tatsächlich doch weitergekommen mit Pferd. Tut mir leid, Pferd. Habe ich dich ein bisschen übervorteilt, ein bisschen unterschätzt, dass es hier doch noch weitergegangen wäre. Dann kann ich dich jetzt wiederholen. So. Hat auch wieder so einen automatischen Straße-Folgen-Modus. Das ist ziemlich cool. Hier hat es Schneefüchse. Auf jeden Fall sieht das Spiel sehr, sehr cool aus. Die Landschaft ist echt toll. So. Proviant ist voll. Zerstöre Obsidiansteine und darin. Oh. Ich wollte jetzt nicht mein Pferd erwischen. Sorry, Pferd. Und da drin kriegt man dann Eisenerz. Ja, das ist ja cool. Das ist mega cool. Oh. Hoppala. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den Vogel erwischen, aber der ist vorbeigeflogen und in dem Moment habe ich geschlagen und Ivor hat dann den Vogel anvisiert. Hoppala. Tut mir leid, Herr Vogel. Das sollte jetzt kein Mord werden. Komme ich hier irgendwie hoch? Ja. Sehr gut, dann sind wir auch gleich schon beim Aussichtspunkt. Da haben wir nochmal ein bisschen Erz. Boah, 4 Eisenerz. Die nehme ich mit.
So, und dann hier hoch. Okay, hier kann er sich festhalten. Man muss wieder auch Wege finden, wie man hochklettern kann. Aber jetzt haben wir es geschafft. Da sind wir auf dem Aussichtspunkt. Die Valka ist irgendwo da drüben. Da schauen wir dann gleich mal nach. So. Hier können wir jetzt eher nicht runterspringen. Sieht zumindest nicht so aus. Also gehen wir mal elegant abwärts. Oh, da ist noch mehr Erz. Ja, das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Oh, hier noch mehr. Wunderbar. Und dann geht's weiter hier. Weiter zu Valkas Hütte. Schau mal ganz kurz auf die Karte. Jetzt haben wir hier den Bereich aufgedeckt, hier in der Ecke. Da haben wir noch irgendwas. Ein Rätsel. Das sehe ich aber hier gar nicht so auf dem Radar. Das ist hier einfach so, aber ich kann es jetzt nicht wirklich aufrufen. Aha, Online-Dienst funktioniert wieder flawless. Ich setze hier mal eine Markierung. Dann weiß ich, wo ich da ungefähr hin muss. Schauen wir uns mal das Rätsel an. Da hat es ein Seil. Da kommt man schneller von oben runter. Aber ich will ja jetzt da hoch. Deswegen bringt es mir in die Richtung, glaube ich, eher nichts. Kann ich da hochklettern? Kann Ivo da hochklettern? Ja. Gut, das war jetzt weniger ein Problem. Finde ich sehr cool, dass man einfach so Steine aufschlagen kann und da dann Erz drin ist. Kann ich auch einfach Bäume fällen? Nee, das geht nicht. Aber Pfeile sammelt er automatisch ein, wenn ich dran vorbeilaufe. Das ist sehr cool. Also schläft Alvin während seiner Wache. Das erklärt einiges. Alvin, wach auf! Oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandelt der etwa? Ja. So, hier soll das Rätsel sein. Überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Und jetzt? Darf nicht einschlafen, muss sehen, ob sie kommen. Kollege, geht's dir gut? Eivind, wach auf! Da vorne geht's nicht weiter! Oh oh. Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Nicht sein Ernst. Bist du jetzt wach? Ivan, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ja, im Schlaf. Ein komischer Weckruf. Aber immerhin lebst du noch. Unternimmst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe.
Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst und nicht im Bett, wenn du schlafen sollst. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Weltereignis abgeschlossen, der traumwandelnde Krieger. Okay, so Weltereignisse zählen also in die Rätselkategorie. Gut, 1200 Erfahrungspunkte, die nehme ich gerne mit. Dafür, dass wir den Kollegen aus seinem Schlafwandeln befreit haben. Und jetzt, finally, geht's dann doch weiter zu Valka. Die irgendwo weiter unten ist. Laut Markierung. Wir sind ja fast da, deswegen rufe ich jetzt nicht mein Pferd. Aber prinzipiell wäre das hier der richtige Weg für ein Pferd. Finde ich auch lustig, dass er dann so rutscht. Ich tue euch nichts, euch Tieren. Nur wenn ich Sachen für Upgrades brauche, dann vergreife ich mich an euch virtuellen Tieren. So, da haben wir die Seehütte. Hoppala. Ganz schön große Hütte dafür, dass sie da allein wohnt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie da allein wohnt. Hier haben wir einen Opferschrein. Da können wir was lesen. Gaben für Valka. Zwei Hühner von Snæfrid, um ihre Ernte zu weihen. Ein Schaf von Thora für den Blutsegen ihres Kindes. Eine Ziege von Dark für mehr Salbe. Okay. Ein Pferd davor. Eine Seherin innen drin. Dann gehen wir mal rein. Zur guten Valka. Schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala. Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat in einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht, eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein oder ein Wahn wegen der Kälte, aber... Beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du da? Sag es sonst niemandem. Hast du das schon einmal getan? Wir fragen mal, was sie braucht. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hugar zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Na, dann schauen wir mal, wo er jetzt landet, der gute Eivor.
Oder machen wir jetzt einen Sprung in die Gegenwart? Nein, wir bleiben bei Ivor. Ich habe nichts gesehen, Valkan. Nichts gefühlt. Du bist gerade dabei, es zu fühlen. Nur merkst du das nicht so ganz, Ivor, glaube ich. Gehen mal nachschauen, wer denn da ruft. Sigurd? Sigurd und ein Sigurd. Wolf. Bruder, wann bist du gekommen? Ne, geht auch schon wieder. Der Wolf geht auch. Wir folgen mal. Was geschieht hier? Mal schauen, wo wir hier hingeführt werden, jetzt in unserer, naja, Vision, unserem Traum, der hervorgerufen wurde durch Valkars gebraute Substanz. Da wird die Tür jetzt zufallen, sowas von. Oh, wird sie nicht. Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Oh oh. Der große Wolf der nordischen Mythologie. Ist Ivor erschienen. Und da ist er zurück in Valkars Hütte. Ruhig, Ivor. Ich bin es, Valkar. Ich bin hier. Götter, ich dachte ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Ja, stimmt ja alles. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen oder deine Angst. Ich sah die Tore zur Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Valhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich.
Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinen Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Oh, oh. Da bin ich gespannt, was uns da noch so erwartet in der Story. Zuspruch einer Seherin, Quest abgeschlossen. Zwei Fertigkeitenpunkte erhalten. Dann schauen wir mal, wie wir die dann ausgeben können. Was kommt dann hier? Verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Raben passen, einen Bonus. Oh cool. Dann mache ich mal das hier und das hier. So. Plus Angriff, plus Betäubung, plus kritische Chance, plus Blocken, plus Rüstung, plus Ausweichen und minus Gewicht. Das ist schon mal sehr cool. Nahkampfschaden, leichter Schaden, Ausweichen, in den Rücken fallen. Gift, Fähigkeiten, Schaden, kritische Chance, Nahkampf, Fernkampf. Alles klar. Codex haben wir noch, einen Datenbank-Eintrag zu Valka. Valka, die Seherin. Valka lebt schon immer abseits der Gesellschaft. Doch wurde sie, die Tochter einer Seherin, altnördisch Völva, nie mit derselben Mischung aus Furcht und Hoffnung begrüßt wie ihre Mutter. Zumindest bis sie deren Titel und damit eine viele Generationen alte Vorgeschichte erbte. Noch kann sie nicht so weit sehen, wie ihre Mutter es einst vermochte, doch weiß sie genug, um zu verstehen, dass ihr Schicksalsfaden eng mit dem Eivors verbunden ist. Alles klar. Das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann runter zur großen Halle und dann treffen wir uns vermutlich mit dem König. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.